Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Heute bin ich nicht alleine, denn mit mir spielen... Aber Karl. Ja, der Dark Kringel. Und Dark Kringel. Ja. Ja, ich heute als Orianna, Björni als Shaco, Finny als Blitzcrank, König Blitzcrank, und Rapkin, den kennt ihr ja bereits, als Master Key und Tino als unser OP-Off-Tank. Ja. Das gefällt mir. Ja, im Gegnerteam haben wir Anivia, einen ranzigen Udyr, Gravis Oraka, eine sehr starke Botlane und einen Gangplank. Der, ja doch, Irelia macht Gangplank fertig. Puma, spielst du AP-Shaco oder? Ja. Oh, schön. Ja, ich liebe AP-Shaco. Mit Blitzcrank zusammen immer. Ja, mit Blitzcrank AP-Shaco ist so böse. Ich hoffe, ich krieg die Anivia hin. Aber ich hasse Anivia. Ich krieg Gangplank auf der Solo. Ja! Ja, das ist der tollste Gegner für Irelia. Den machst du so toll. Den machst du so fertig, den Jungen. Ja, ich hatte schon einen heute. Das ist so, kann nicht an dich rangehen, weil du einfach mehr Damage machst als ja. Und du kannst in den ran, wenn du willst. Das Witzige ist, sobald du Level 4 gehst, kannst du permanent steil gegen den gehen. Der kann nichts machen. Das ja? Witzige ist, wenn Graves und Soraka ins Gebüsch rennen, setzt du. Ja, aber du weißt, wie stark Graves Soraka ist, zumal die auch noch beide einen Noob-Heal dabei haben. Ja, klar, aber ich hab einen Blitzcrank. Ja, okay. Ja, hier, ne? Die sind so instant tot, wenn sie einmal in die Puppen sind, auch mit Doppel-Noob-Heal. Und ich bin sowieso OP. Ach, dann halten sie vielleicht eine halbe Sekunde lang durch. Ja, aber ich bin Finny. Das ist allerdings ein starkes Gegenargument. Oh, ich hasse einen Soraka. Soraka im Gegnerteam ist immer so nervig, da muss man auf die Ulti aufpassen. Ja. Vor allem Soraka mit Holz-PC. Und wenn diese Runde irgendwann mal im Weg steht, dann sage ich, müssen diese scheiß Karls immer im Weg stehen. Ja, natürlich, immer auf mich. Ja, immer auf die Linksextremisten. Das Wort gibt's nicht. Die heißen Finn. Also immer auf die Finnies. Finn ist klein und unschuldig, lasst mich. Immer mitten in den Finny rein, la 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 la. Wie ist denn das, Robin? Machst du Blue oder machst du vorher noch Wölfe? Ich mach Red. Okay, dann kriegst du einen Red Pull. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich dachte eigentlich, Yi fängt bei Blue Buff an, aber gut. Ich auch. Ganz ehrlich, ich fang überall an. Ich fang da an, wo der Ball ist. Also fang ich... Warten bitte jetzt. Ach ja, genau, das hier. Also fang ich da an. Oh, ich brauch erstmal die Routine. Sag mal, hast du gerade eine Idee oder was geht hier ab? Oh, eine Idee. Oh, geil, ja. Ja, ist gut. ja, ich muss jetzt mal ganz kurz die Fähigkeiten erklären. Also, Orianas Passive, recht einfach gesagt, also ihre Auto-Hits dealen skalieren noch ein wenig mit ihrer AP, also kriegt Bonusschaden. Dann habe ich hier alle meine Kommandos, funktioniert über meine Kugel. Q-Spell ist Kugel irgendwo hinschicken, macht ein bisschen Schaden. Der W-Spell ist, um die Kugel entsteht so ein Slowfeld, das macht auch ein bisschen Schaden. Der E-Spell ist ein Schild. Und die Ulti ist so ein... Hin und her werfen. Ja, genau, so ein Hin und her werfen mit der Kugel, das werdet ihr dann noch sehen. Also ja, wenn wir jetzt halt ein Premier sind, kann ich halt nicht so viel erklären wie sonst in den Videos, aber gut. Wir haben OP, Irelia. Wow. Ich finde den. Hallo? Komm, Irelia, mach mal deine Sprüche, Surfboard bitte. Ich guck grad auf dich. Oh, das ist doch toll, das Surfboard, oder? Das ist aber schön, dass der Graves jetzt auch wieder da ist. Ja. Wer hat auch erstmal seine Anwesenheit? Try letting go! Der Graves hätte früher drin sein müssen und sagt, so gehen sie niemals ins Gebüsch rein, das ist voll fies. Ja. Oh. Dann wollen wir einfach ins nächste Gebüsch reinrennen und die Puppen dann weiter vorne hinstellen, um uns reinzuziehen, ja, ne? Ja, vielleicht streiten sie sich auch gerade untereinander und achten deshalb nicht auf den Blitzring-Pull. Finde ich nämlich sehr geil. Hier, zu beachten, Orianna kann übrigens Ballett, wie wir hier sehen können. Jo, wenn sie ins Gebüsch rennen, ziehe ich sie rein. Aber guck doch mal, Shaco, The Worm ist einfach nur herrlich. Ja, ich kann gerade nicht gucken, weil ich jetzt pullen muss. So, das war ein einfacher Pull. Da an dem kleinen Fall habt ihr eben gesehen, wie weit ihr euch noch entfernen könnt, bis die Kugel automatisch zu euch zurückkehrt. Scheiße. Gank, plank, gank, plank. Ach, kacke gerade von mir. Ah, Orianna, herrlich. Habe ich lange nicht mehr gespielt.
Ah, verdammt. Ja, eure Autos werden noch stärker, wenn ihr die mehrmals gegen dasselbe Ziel macht. Lustig, ein Alpha-Strike und fast alle Geister sind tot. Was soll das denn? Das ist halt Yi, ne? Das ist Luck. Das war richtig Luck. Ob die Passive des Alpha-Strikes aktiviert wird oder nicht. So, herzlich der Camper. Ah, das ist verpasst. Ja, seht ihr mal, die Kugel hat auf dem Weg zu Anivia Schaden gemacht. Anivia versucht jetzt noch mit ihrem... SS2 hier unten, ne? Ja, da sehen wir schon, Anivia ist jetzt gut runter Rest. Pot schlucken, sie hat auch geschluckt. Ja. Udyr war da, hat zum Glück gefailt. Also sind beide wieder Reh. Bei Anivia einfach nur wichtig, diesem großen Eisgeschoss ausweichen und dann kann sie euch relativ wenig. Zumindest am Anfang noch. So, wenn jemand einen Gank möchte, sagt er bitte Bescheid. Gank top, please. Unten ist gerade... Ah, Udyr könnte übrigens irgendwo auf Top unterwegs sein. Der ist auf jeden Fall wieder in das Gebüsch Richtung Top verschwunden. Bei uns ist er aber auch gewartet. Das Dumme ist nur, der Typ hat noch einen Noob. Oh, verdammt. Deswegen kann ich nicht so steil gehen gerade. Ja, und da den Ace-Man noch kassiert... Das ist unnötig hier unten, aber ich möchte nicht sterben. Nee. Es wird alles überbewertet, Robin. Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass die sich beide da rein können. So, hab das gerade mal gesehen, den Doppel-Harass. Richtig viel Mana zieht bei Orianna. Kurzer Lag. Nur der, W-Spell. Aber, der Q-Spell zieht euch zum Glück nicht so viel Mana. Haha, gleich hat der Gang kein Mana mehr. Jungs, habt ihr auch Verbindungslags auf dem Server? Nein. Nein. Lol, irgendwie hab ich... Oh Gott, nee, furchtbar. Das Spiel hasse ich. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich... Ah. Das liegt an Scraps, das ist normal. Nein, ich hab das ja bei den anderen Aufnahmen auch nicht. Was ist denn gerade los? Ist dein PC gerade einfach nur langsam und deswegen aus dem Fleisen noch nicht klar? Ich bin weg, bis morgen. Ciao, ciao. Bye, jo. Bye. Ciao. Jo. Oh, da kann man von der Daniel rein. Und störte die Aufnahme. Das hat man. Okay. Ach, Daniel ist auch Let's Player, der darf das. Na gut. Robin, kommst du? Ja, ganz locker. Finde ich gut. Der hat lustige Videos von uns auch. Ja, stimmt. Ich müsste ja eigentlich mal meine Kanäle aktualisieren und Daniel dann mal da drauf tun. Das habe ich noch gar nicht gemacht. In den Videos bin ich auch unter anderem vorhanden. Unter anderem, ja. Ich werde auch einmal gejagt, glaube ich. Kino? Wir gucken. Hier. Ja, aber er hat auch ein paar Videos von uns gemacht, wo wir auf dem Spielplatz rumchillen. Echt? Nicht ehrlich. Ja, können wir dir mal schicken nachher. Ich bin leider zu lang. Das ist das, was ich meinte mit dem Jungle. Nein, die Sache ist nur, dass er Boots hat. Aber trotzdem habe ich jetzt schön erstmal Lane dominiert. Ja, ich nicht. Das ist ja das Ding. Ja, schneller. Ja, okay, aber... Ich muss kurz ein bisschen heilen, ja? Ja, nee. Nicht meine Laste ziehen, bitte. Ja doch! Ja nö, nicht jetzt alle gehen, hier! Ja, doch. Ansonsten wäre ein Gank in der Mitte mal begrüßenswert, ne? Weil die Anivia... Ich bin gerade richtig schlecht. Ja, bin dabei. Sie nervt. Du hast noch keinmal dein Ding geschafft, oder? Ja doch. Ich komm zu Anivia. Verdammt! Ey, wegen den Klack-Server-Lags? Ist die Position von der Anivia immer total falsch angezeigt bei mir. Wir sehen es ja nachher in der Aufnahme. Hallo, verdammt. Ja, da seht ihr auch gerade, der Ball von Orianna, wenn er den Q-Spell einsetzt, der fliegt immer von der Stelle los, wo der Ball gerade ist. Boah. Jetzt eben hatte ich ja das Schild auf Master Yi. Geht gerade sehr steil. Verdammt. Ja. Schade. War's knapp? Nee, nicht wirklich. Irgendwie. Ich hab den gegeben und dann ist er auf einmal übelsteiger. Mal ganz kurz weg. Okay. Oh, jetzt hab ich Boots, herrlich. War halt noch so geschwächt vom Gangplank, das war ein bisschen dumm. Ja, da haben wir Anivias Ulti und die nervt. Aber Anivia hat kein Mana dafür mehr. Wird wahrscheinlich auch gleich Backbase gehen. Und ich hab jetzt endlich Boots. Das ist so nervig, gegen einen Gegner mit Boots zu spielen ohne. Yep. Deswegen mag ich meinen Jungle hier auch nicht so gerne, weil er nicht so schnell ist. Ein Jungle. Deswegen starte ich bei so vielen Castern mit Bootspots, damit man schön harassen kann und schnell ist. Ja. Nur du mit deinem Dingensplicht, ne? Ne? Ja, mittlerweile starte ich ja mit Swain auch Boots 3 Pots. Mein Gott.
Aber wer stand am Ende 8-0? Wer? Ich, nicht du. Oh Gott. Bin ich komme. Oh oh. Nee. Ja, das ja, knallt sich mir auch noch 200. Alter, ich glaub das nicht. Was sind hier gerade los mit den Leuten? Mich. Alter. Bist du gerade ernsthaft von Gangplank fertig gemacht? Ja, normalerweise nicht. Ich hab auch schon zwei Gangplanks mit Irela locker fertig gemacht, aber der hat mir irgendwie gerade so 200 mit dem Ignite gezogen. Was soll denn das? Achso, Anivia ist gar nicht Level 8, lol. Ich dachte gerade, sie wäre irgendwie Level 8 und dann. Anivia hat zwei Wards dabei hier, ne? Musst du aufpassen. Ja, da sehen wir es jetzt. Jetzt kann sie mittlerweile einfach nur Ulti und E-Spam machen. Und ab dem Moment ist. Wenn die Gangplank das gemacht haben. So. Mit Schaden. Ich meine, ich mach dem Gangplank normalen Schaden, aber der macht mir übel viel Schaden. Ich verstehe auch nicht wie. Er hat 20 AD. Dino. Ja, das ist auch schön. Nur das wird useless sein, weil du immer noch keine Boots hast. Ich hab ne Ulti. Anivia hat ein Ward gesetzt, Anivia hat zwei Wards gesetzt. Also Wards laufen ab bei 11:30, ne? Bei der Weisen, Health Rack und Mana Rack. Ja, danke. Robin. Hm? Es weg. So, ich mache diese Runde eine kleine, etwas andere Taktik mit Shaco. Ich habe mir das erste Mal jetzt mit Shaco dreimal durch ans Ring gekauft. Aber gegen Graves Soraka brauche ich einfach ein bisschen Leben. Boah, die Anivia nervt. Hätte Gragas spielen sollen. Ich hab Shaco Mitte, aber. Nein, du hättest nicht Gragas spielen sollen. Doch, mit Gragas hättest du ja besser harassen können. Ich meine, mit Gragas, man ist einfach fett und man. Ist ja, gut. Ja, man ist fett. Klang schon am Argumenten. Ja, Gragas ist fett. Boah, Mann, das fuckt so ab! Weil Anivia fliegt, kann ich auch nicht so wirklich sehen, wo sie gerade ist. Ich krieg's einfach nicht hin, das den Ball auf sie drauf zu werfen. Das ist. Oh, Alter! Das sah gerade total so aus, als würde der Ball durch sie durchfliegen. Nee, also. Jetzt habt ihr einen guten Counter für, Orianna, nämlich Anivia, seht ihr ja gerade. Na gut, okay, eine Chance habe ich schon noch, aber irgendwie. Aber ich muss auch gleich mal shoppen gehen. Interessant, Anivia mit so vielen Mana-Pots, obwohl die doch einen Jungler hat. Jörn? Ja, bitte? Was tust du dort? Warten. Hi, magst du gleich mal Lane übernehmen? Mir ja. Einen Kuchen backen. Wenn du willst, kannst du auch Blubberf haben. Ich harasse sie gerade nicht so viel, als dass ich meinen Mana so stark bräuchte. Die hat ein Board, ne? Das weißt du. Ja, ist klar. Gut, dann geh ich jetzt back, ja? Geht doch wohl. Sauber, da geht's los. Ja, ich weiß nicht. Ich finde mit Irene den Anfang irgendwie echt schlimm. Es geht. Also. Das Ding ist einfach, wenn wir jetzt sehr lange die Laning-Phase aufrechterhalten, dann wird Irelia richtig OP. Ja klar, ich habe zwei Goldreg-Items. Ich muss OP werden. Dann. So. Ganz wichtig, Orianna hat sofort einen Katalysator. Anivia hat ja auch nur einen Sabut, dann brauchen wir keine Zweier-Boots. Ja, ach, die Anivia, die ist nur ein bisschen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also, sie kauft sich so viele Mana-Pots und irgendwie gibt der Udyr nicht den Blue Buff oder. This is a fine game. Nee, ich finde, ich komme dem Udyr jetzt weg hier. Den kann man nein. Sagen. Lass mich. Ja, noch! Er hat schon wieder ein Flash ready. Das ist doch scheiße. Nee, die 1-3, was ist das? Nee, Top Tower ist tot. So, aber da habt ihr mal gesehen, der Schaden ist ganz gut. Nee, Entschuldigung, ich fail top, aber. Ja, passiert halt. Gangplank, nee. Aber Tino, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Freiheit, wo der Tower weg ist. Gut. Ja, hoffe ich. Ich hab ein absolut scheiß Farm. Der Gangplank ist aber übel schnell und hat übel 4 AD. Komplett erschossen. Plus meiner ja tot gewesen wie ich. Boah, was? Ich hab doch. Was sollte das denn? Ich hatte ihm gesagt, er soll nach unten und auf einmal so nach oben, so mäßig so. Weißt?
Verdammt, dachte, meine Outfits reichen also noch nicht aus. Das war keine Absicht, dass sie nach oben geflogen ist. Es ist schon mein momentaner Bonus, ist auch, ich krieg 25 Bonusschaden auf einer Attacke. Und das ist doch schon recht viel. Ah, nie wie als SS, ne? Ist wahrscheinlich Backbase, weil die war sehr, sehr low. Robin, ich finde dein Water sehr schön. So, jetzt stellen wir mal gerade Wort auf. Aber wenn du jetzt lässt, dann kann ich ihn auch nicht. Gar keine Chance. Gar keine. Es lohnt mich irgendwie allesamt und nö. Ich komme den überhaupt nicht. Ich hätte sogar noch einen Meditite gehabt, hätte mich der Tower ein bisschen doller getroffen. Achso, ja gut. Boah, dieser Anivia nervt mit ihrer Scheißwand. Ey, es ist einfach asozial mit der Ulti und mit einem Ghost. Das ist Yi. Soll ich gleich mal in der Mitte ganken kommen? Nee, nicht nötig, der Gangplank ist gerade da. Verdammt. Gut, das war gerade die Ulti. Ich habe gerade versucht, Gangplank noch damit mit der Ulti in den Tower zu ziehen. Es hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Steht da schon mal ein Warp drin. Der Gangplank will nach unten ganken kommen. Also töten Yi und ich den Gangplank. Warte mal, Ignite auf Gangplank. Und Yi holt sich einen Kill. Wunderbar. Orianna ist so ein bisschen auch Supportcaster, von daher ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr nur Assist kriegt. Also ihr habt zum Beispiel ein Schild, ich hab's zwar eben verpeilt, dem Shaco ein Schild zu geben, aber das hätte ich gut machen können. Was habe ich einen Slow und der W-Spell verschnellert auch noch Leute, die dieses Feld gehen. Ja, okay. Oh, dann hast du ja Nidia. Verdammt, die hat Blue Buff. Dann können wir Tower pushen vergessen, weil dann macht die einfach ihre Ulti an und dann kann ich die auch anlassen. Ja. Gut, dann gehe ich wieder mein Schlange. Ja, läuft ja gut. Die ist mal gestorben, das ist gut. Oh, der Udyr, ne? Ist doch mir doch egal sein. Oh, die hat ja, glaube ich, noch nicht mal Mana, um seine Gestalt zu wechseln. Ich habe in letzter Zeit echte Probleme gerade. Ich fail nur noch. Ist vielleicht einfach nicht ein Tag. Na, normalerweise spiele ich AP Shaco immer in der Mitte. Anivia, ich lass mich nicht von deiner Wand catchen. Doofer Vogel, ey. Ganz ehrlich, was denkt sich dieser Vogel dabei? Ey, was macht der Gangplank bei mir? Yi, bitte Mitte kommen. Ja, beim Haten. Hab drei Leute. Ja, Blitzglanz an die Wand dabei. Motivating. Wenn schaffst du es noch auf einmal, Robin, wir sind einfach derbe am Leben vorbeigehüpft. Ja, eben. Ich finde diesen Ausspruch so geil. Ja, die einen auch, also nicht zu steil gehen. Du, Ausspruch, ein schlaues Wort. Schönes Meditate. Ja, aber ich kam da leider nicht mehr weg. Aber ich habe ein bisschen länger ausgehalten. Wenn das so zählt. Raka ist SS. Das ist Einhornviech. Nee, das ist nicht gut. Ich will nicht, dass die SS ist. Hin, guck noch mal hin. Komm, lass dich ein bisschen locken. Muss dich wohl enttäuschen. Hab noch Ulti, ne? Verdammt, jetzt hab ich einen Tod. Das finde ich nicht gut. Oh, weil ich so hilfsbereit war. Jetzt ist auch noch dieser Gravis, der irgendwie. Ich finde, Gravis ist irgendwie so ein Sheriff oder so, keine Ahnung. Der Sheriff ist weg. Der Sheriff ist wieder da. Sheriff ist doch Caitlyn. Stimmt. Finn, hey, Tino, ich lasse dich alleine, Caitlyn, ne? Caitlyn ist Finnys Schar. Oh Gott, die Anivia nervt so richtig. Komm auch Akku in die Mitte. Ist der Clown. Ja, gleich Tower Dive nimmt mich. Ich sehe das schon kommen gerade. Ja, ich bin ja jetzt da. Ja. Ich bin auch auf dem Weg. Hab ja dann so ein Schild. Das Schild ist da wenigstens ganz nett gegen Ignite und so. Auch wenn es noch nicht besonders stark ist. Aber später ist ja ganz gut, das Schild. Also Jungs, erinnert mich das nächste Mal, wenn ich AP-Shaco spielen will, daran, dass ich den eigentlich immer nur in der Mitte spiele, bitte. Okay. Das Björn, war das nicht so, dass du AP-Shaco eigentlich immer nur in der Mitte spielst? Ja, komm, Robin. Aber normalerweise brauche ich halt diesen Levelvorteil und dieses dauerhafte Ganken mit ihm. Wollte gerade noch meinen, Ja, Smite einsetzen, dann stiehlst du mir bitte den Kleinen, ja? So, mal schauen. So, wie sieht's denn Last Hit technisch aus? Wow, okay, wir haben auf jeden Fall mehr als Anivia. Mir kriegt jetzt erstmal. Ach ja, Anivia mangelt mir, ne? Ja, die ist grad, Ah ne, da ist sie, die doofe. Wie bin ich damit nicht? Wer? Lol, wie viel Damage hat der letzte Schauerschuss gemacht? So, er braucht Sicherheit. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Schade. Oh, es tut mir leid, dieser viele.
Ich hasse das, dass die doofe Anivia immer ihre blöde Ulti hat, um ihren Tower zu retten. Ich meine, ohne ihren Blue Buff könnte die das nicht. Ja, nö. Ja, mittlerweile könnt ihr auch einfach mit Q-Spell, W-Spell die Custom Minions hinten weghauen, das geht ganz gut. Ich habe Ulti und alles, ne? Verdammt! Aber vorgestern hatte ich ein geiles Game. Nach 20 Minuten 22 Kills. Ey Mann, und war das Anivia? Ist okay, ich meinte, sie wäre eben Ei gewesen, aber Ei wäre schon gut gewesen, wenn wir das gebaitet hätten. Alle Botlaner sind SS, ne? Ja. Ja. Inklusive dem scheiß Jungler. Das Gebüsch gewartet. Wir haben unseren Blue. Time tick ticks away. Bestimmt den Drachen. Ja. Nur ich habe ihn jetzt schon fertig. Ich glaube, ich spinne. Robin. Ja. Will sie gerade ein bisschen trollen. Lass mich sie trollen. So, gerade mich selbst verschnellert. Udyr geslowt. Oh nein, der blöde Vogel. Pass auf, der Vogel mit der Wand. Ja, nö. Da kann der auch mein Schild nicht in den Arsch retten. Ich will aber nicht. Ja, ihre Ulti nervt, ne? Die killt sofort deine Minions. Wenn ich in die Gegner rein... Cool. Ihr meint, ihre Ulti nervt und meint Zwingo so ganz genau. Okay, das war jetzt zu lange Flugstrecke für den Ball. Müsste auch immer so aufpassen, von wo er den feuert. Einfach mal den Ball aufnehmen, weil passiv vom E kriegt man Resistenz. Wollen wir da rein? Nein. Doofe Anivia macht uns richtig fertig. Ihrer blöden Ulti. Jetzt ist Anivia alleine. Das Ding, das hat überhaupt keinen Sinn, die Mitte zu pushen. Die macht gleich einfach ihre Ulti und dann ja, ist. Das wäre gut, wenn ich das erfahren hätte. Wir. Nein, die Mitte holen wir uns jetzt. Oh fuck, keiner von euch tankt es. Sorry. Ich komme jetzt gleich auch mal mit hin. Sauber. Tower, Tower, Tower. Nee. Sehr schön. Cool, ich habe einen Kill und zwei Assists. Kein Tod, ist gut. Wollen wir den Udyr schnell vorne? Wir hauen den Gangplank. Ich stelle hier mal schnell. So, gerade mal die beiden verschnellert. Auch wenn ich jetzt vielleicht gleich meinen Slow nicht habe. Okay, Gravis. Graves, Gravis, wie auch immer ihr wollt. Oh. Tino, wenn das kein perfektes Schild war, weiß ich auch nicht. Ja, das hatte schon was. Das hatte wirklich was. Und auch der Speedbuff auf den He, der war doch auch gut, oder? Ja, der hat mir geholfen. Anivia hat mein Ei gefunden. Dein Ei. Hast du echt nur noch eins? Leute, Shaco hat ab sofort ein Ei. Okay, Shaco hat ein Ei. So, ich kaufe mir mal eine Rabadanz, glaube ich. Oh, sehr schön. Läuft so langsam geht's gut los. Ich bin so clever, ich habe gerade den Koran's Ring anstatt einen Zauberstab gekauft. Aber zum Glück konnte ich das rückgängig machen. Die sind gefeedet, wir sind angepisst. Ach, es geht, komm, gefeedet ist nur der Gravis. Wenn wir den Gravis rausfokussen, ist der. Ja, Alter, komm! Ja Mann, ich bin so scheiße OP, dass ich schon gar keine Kills mehr kriege. Das einzige, was an Shaco OP ist, ist Jungle Shaco. Richtig guter AP Shaco, also mit und so, das ist auch OP, wenn du die Gegner jeden. Nein! Warum drehst du um, Tino? Ja, weil ich nicht in den Tower gehe, ohne wenn ich nicht weiß, dass. Du hast doch mein Schild, einen hättest du ja damit ja ausgehalten. Gönn ihn dir jetzt halt, mach deinen Fehler wieder gut. Oh doch nicht. Nicht mit der Anivia noch. Ja nee, das ist doch den Tower dann einfach. Mach den Tower kaputt, Junge! Finn! Ja, Finn! Ja, aber ich konnte gerade nicht weggehen wegen Lag. Nee, da kann ich auch nicht mehr helfen. Robin, du kannst ihn erst recht nicht tanken. Ja, ich weiß, ich wurde aber gestunt. Oh, was geht ja auch noch rein und versuch euch zu. Ist doch klar, dass das failt. Ah,
Mann! Doofe Kakanivia, ey. Nee, ich kaufe meinen Rüder. Ich hab nicht reingehen dürfen. Bin ich auch so doof und helf dabei noch. Oder versuch's. Also wenn die Amnivia mich nicht geholt hätte, also mit nicht gestunt hätte, hätte ich den Udo gezogen. Ah, der Gangtank ist dass zu feige, da der will mich nicht ins Gebüsch hier. Ja, und wenn es die Gegner nicht gäbe, hätten wir auch wahrscheinlich auch schon gewonnen, ne? Nein. Nee. Weiß ja, ne? Nee, Tino, die Minions würden uns alle töten. Richtig. Ja, wirklich. Der mächtige Minion, das ist der Oberminion hier. Tino Wuser. Ich meine, nicht mehr like a boss, sondern like a minion. Ganz ehrlich, die Minions sehen so ein bisschen aus wie Schlümpfe. Gangplank kommt wahrscheinlich wieder runter, aber auch nicht. Vielleicht so irgendwie ich auch total blau und... Ich komm mal Gangplank ganken, ne? Jo, gerne. Sehr gerne. Geht eigentlich Orianna Jungle? Ja, ich meine, müsste doch wegen ihrer Passiven eigentlich gehen. I'm free, then I'm playing with the jungle. Ja. Okay, ne, Gangplank ist weg. Vielleicht ist er beim Red Buff. Oh, Robin, das wollen wir nicht machen. Ach du Heilige. Wie viel hat er jetzt? Nee, da 8. Ich nicht okay. Hinterher. On my way, Tino. Ich muss mich ganz daran gewöhnen, dass ich nicht die ganze Zeit den Imbamundo spiele, der alles aushält. Und ich muss mich daran gewöhnen, keinen Farben zu haben. Motivating. Ja, ist herrlich mit dem Q zu Minions zu klauen, oder Tino? Macht eigentlich noch dieser komische Ball? Muss da drum rumstehen und irgendwie Sichtfeld machen. Mein Ball? Ey, der ist total super. Das ist so geil an Orianna, weil du mit dem Ball dir überall Vision verschaffen kannst. Weißt du, was das Geilste an Orianna ist? Kann der eigentlich auch Damage drücken irgendwie? Ja, der drückt auf Damage. Siehst du, jetzt können wir einfach da reingucken und da ist nichts drin. Warum? Der ist doch schon längst. Oh, der ist nicht tot. Graves kommt. Ja. Wir gehen auf Graves. Wir gehen auf Graves. Ich hab meine Ulti. Komm, da hast du Schild. Nein, die haben gedingt. Oh, der Grab war geil. Auch wenn er jetzt noch. Jungs, ich schalte weiter in die Top Lane. Ja, ich komme auch zur Top. So. Na ja, komm, der Grip war aber nice, jetzt trotzdem weg. Der war gut, der war gut. Flash gebaitet. Schade. Ah nein, der Ball war gar nicht bei mir, verdammt. Oh, nee, der Graves macht viel zu viel Schaden, Finn. This is a fine game. Wenn gleich der Nivea oder so auftaucht, das ist doof. Winding. Das gibt's nicht. Grab ist gerade nicht red. Hat die ja einen noch gehabt? Ich glaub schon, ja. Trotzdem mal kurz. Oh. Nein, wieso? Grabs in der Mitte. Oh, das tut mir leid, dieser scheiß megamäßige Feed. Der war auf den Grabs davor. Leute, Grabs in der Mitte. Ich mach grad Blue Buff und dann bin ich weg. Ja, hier sind ein paar mehr. I hear soft things. Schade, da hat mein Speedwurf nicht mehr gereicht. Aber meine Güte, es gibt doch schlechte Runden, ne? Ja. Ja, ich meine, ich habe sowieso die ersten 4 Matches gewonnen, von daher. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Also wir haben schon schlechtere Spiele gewonnen. Da habt ihr gesehen. Jetzt bin ich extra da geblieben wegen Blitzcrank, damit der entkommen kann. Finn, Tino, nee, ne? Nee. Ich dachte aber erst, es wären nur die zwei, weil die hätten wir uns holen können. Ja, aber ich würde gerne shoppen, aber das mache ich erst, wenn Schoko wieder da ist. Die hat mich eben so perfekt geschoben. Blitzcrank, grab mal über die Wand da. So eine schöne Combo, Orianna, Blitzcrank, aber Blitzcrank, du solltest auch weggehen. Oh, Mitte. Mitte ist tot. So, gerade einen Standard fürs Lulas kaufen. Und ab in die Mitte und hoffentlich nicht weiter feeden. Aber so schlecht ist die Runde jetzt auch nicht. Also, es ist nicht so, dass wir hier total abgemessen werden und chancenlos sind. Eben. Es ist einfach nur so, dass wir es irgendwann hinkriegen müssen, Anivia oder Graves einfach irgendwo exponiert zu finden. Einfach Glück haben. Das werden wir.
Ja, irgendwann schaffen wir das auch. Mit unserem übergenialen Teamplay werden wir das locker noch. Irgendwann, wenn du ausgestorben bist. Ja. Ja. Was geht ja auch noch rein und versucht euch zu. Es war klar, dass das failt. Mann! Doofe Kakanivia, ey! Nee, ich kaufe meinen Rüder. Ich hätte nicht reingehen dürfen. Bin ich auch so doof und helf dabei noch. Oder versuch's. Also, wenn die Amnivia mich nicht geholt hätte, also mit nicht gestunt hätte, hätte ich den Odio gezogen. Ah. Der Gangbang ist zu feige, der will mich nicht ins Gebüsch hier. Ja, und wenn es die Gegner nicht gäbe, hätten wir auch wahrscheinlich auch schon gewonnen, ne? Nein. Nee. Weiß ja, ne? Nee, Tino, die Minions würden uns alle töten. Richtig. Ja, wirklich. Der mächtige Minion, das ist der Oberminion hier. Tino Wusa. Ich meine, nicht mehr like a boss, sondern like a minion. Ganz ehrlich, die Minions sehen so ein bisschen aus wie Schlümpfe. Gangplank kommt wahrscheinlich wieder runter, aber auch nicht. Vielleicht so irgendwie auch weiter total blau und... Ich komm mal Gangplank ganken, ne? Ja, gerne. Sehr gerne. Geht eigentlich Orianna Jungle? Ja, ich meine, müsste doch wegen ihrer Passiven eigentlich gehen. I'm freaking, I'm playing with the jungle. Ja. Okay, ne, Gangplank ist weg. Vielleicht ist er beim Red Buff. Oh, Robin, das wollen wir nicht machen. Ach du Heilige. Wie viel hat er jetzt? Nee, da 8. Ich nicht okay. Hinterher. On my way, Tino. Ich muss mich ganz daran gewöhnen, dass ich nicht die ganze Zeit den Imbamundo spiele, der alles aushält. Und ich muss mich daran gewöhnen, keinen Farben zu haben. Motivating. Ja, ist herrlich mit dem Kuh. Ja, ich weiß ja nicht warum, aber irgendwie schaffe ich es gerade, euch besser zu supporten, als die Soraka die supportet. Ja, irgendwie hielt die nicht gut, ne? Ne, ich weiß es nicht, aber ich meine, ich bin ja die ganze Zeit dabei, euch irgendwie zu verschnellern und euch ein Schild zu geben oder die Gegner zu slowen und das klappt echt ja, richtig gut. Ich habe die Soraka irgendwie noch nie hier irgendwie einen Heilen gesehen. Doch, ich habe die Soraka einmal Gangplank heilen sehen. Aber das war so ein Gangplank, war einfach runter harassed. Ich kram mir mal Blue Buff, ja? Yi? Darf ich das? In der Mitte hier ist wer, ne? Na, nie wir. Ja, darf ich den Buff denn haben? Aber der Gangplank ist dumm, der Gegner schaut sich ja, Equipment. Warte. Soll ich dir noch helfen? Ja, kannst mir mal ein paar Auto-Hits draufhauen, dann geht das schneller. Danke, reicht. Ich will mir jetzt mal die Wörter. Ja, wegen dem Schild kannst du ja mit, mit Orianna, hier von hinten, ich glaube. Renn mal lieber, ne? Da, ne, warte, ich komm von der anderen Seite. Das ist, glaube ich. Nein! Doch, das lassen wir. Ja. Nein. LOL, er hat mein Schild nicht genommen. LOL. Okay, der Grabes ist böse. Der Grabes ist richtig böse. Das war's jetzt wahrscheinlich. Ich wollte gerade unsichtbar werden. Ja, verdammt. Ja, gut, so, egal. Die sich auch schon wieder gerecht, würde ich sagen. Das würde ich auch sagen. Teamfight 2-1 oder noch weniger? Nee, ich glaube, das war jetzt irgendwie... Der vierte Teamfight war das jetzt? Zweiter. Also der zweite Sieger eigentlich, ne? Nee, der dritte, ja, oder? Der fünfte ist der zweite. Also ich meine, wir hätten schon zwei Teamfights gewonnen. Aber da waren nicht alle fünf Gegner da. Ja gut, okay, stimmt. Noch haben wir nicht verloren. Noch haben wir nicht verloren, aber wenn wir den nächsten Teampad verlieren, dann haben wir verloren. Ja. Deswegen werden wir den nächsten gewinnen mit unserem Tower-Dump. Oh, da bin ich, hallo. Nivia. Ich hasse dieser Nivia, ne? Nee, ich hatte sie doch. Warum ist das durch die durchgegangen? Ich lenke sie ein bisschen ab, indem ich den Tower da oben noch weitermache. Sie laufen jetzt zwar alle zu mir, aber ist mein Helden ablenken. Ich komme weg, keine Angst, ich bewahre mir meine Unsichtbarkeit auf. Tino, mach mir den Farm mal bitte. Ich hab. Oh, ich brauche auch Farm, das ist das Dumme. Du hast deutlich mehr als ich. Ja, du kannst ja auch farmen, du. Deutlich. Ich zeig mich hier mal so ein bisschen, damit die viel denken, dass ich hier bin. Weiß nicht, so 25 Last. Und egal. Zwei Pits. So, Shaco, ja, ich verarsche den noch einen Ticken länger.
Wozu? Weiß nicht, macht Spaß. Er trollt halt gerne. Ja, ich guck da mal ein bisschen zu, damit wir da unten mal ein wenig Shaco-Action sehen, dann kann ich halt gerade nicht last hitten. Ich greife mir mal so einen Red Buff gerade. Wenn dir. Soll ich dir helfen oder packst du aber deinen, ne? Ja. Sehr gut. Jungs, port dich mal back, port dich back, das klappt. Was meinst du, wie oft das klappt? Ich kann hier aber jetzt auch noch stehen bleiben. Wir haben ja eiskalt den Last installiert hier mit seinem komischen passiven. Ich glaube, die machen gleich Dragon. Die Anivia! Tut mir ja auch so. Hat sich noch gefunden, die Anivia? Mhm. Ach, die hässliche. Ja, okay, das hat dann wohl doch nicht so gut geklappt. Ich dachte immer, beim zweiten Mal da drin unsichtbar werden, klappt das immer. Aber. Wie habe ich den gemacht? Ich habe nur einen gemacht. Mein passiv ist ja eigentlich das Schild. Ich denke, ist der schwächste. Manno, ich krieg keine Last Hits mehr. Jungs, wir sollten uns irgendwie zurückziehen, sonst gehen die gleich steil auf uns. Vielleicht einen Drachen machen nochmal. Lass mich aber facechecken mit dem Ball. Er ist noch da. Den Drachen facechecken, ne? Ja, mit dem Ball, einfach nur. Kommen gleich alle. Okay. Botlane. Oh. Werdet schneller, meine Kameraden. Werdet schneller. Aufmerksamkeit. Auf das der Inhib gedefft werde. Yoshi, du weißt, dass wir gerade aufnehmen, oder? Ja, das weißt du hoffentlich. Nein. Gut, dann weißt du es hiermit. Herzlich willkommen in der Game of, in der Aufnahme von League of Legends. Du, deswegen heißt der Play-Aufnahme. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen, Yoshi? Also zuallererst würde ich erstmal meiner hart arbeitenden Mutter und meinem Vater danken dafür, dass ich jetzt hier sein kann. Außerdem möchte ich jetzt meiner Schwester danken, die mich nie unterstützt hat. Ich hab hier was. Freunden. Also jetzt? Meinen anderen Freunden. Ja, stimmt, du darfst ja nur aus Mitleid sein. Mal tatkräftig unterstützt habe und ihr. Oh wow, Tino, du bist relativ tot. Wie oft hast du jetzt schon tatkräftig gesagt? Weiß ich nicht. Ja, du bist tatkräftig, meine Sache. Ja, es ist eine sehr tatkräftige Rede hier. Okay. Oh, die haben Baron gemacht, ne? Ich würde auch gerne Morgan Freeman danken, dafür, dass er immer so tolle Filme macht. Und Gordon Freeman auch hier, ne? Gordon Freeman dafür, dass er immer noch. Gott. Ah, du kannst dich hier mal hier, wenn du schon mal hier bist, kannst dich gleich über das Master für 3 Ende beschweren. Ich fail gerade nur noch hier, weil ich und, irgendwie so über Yoshi grenzen muss. Die kriegen einen Kill von mir! Sauber! Bam, voll in die Fresse! Ich weiß ja nicht. Darf ich bitte da kurz hier, ne, 3 Worte sagen? Better nerf Irelia. Nee. Aber die wollen sie doch faffen, oder nicht? Ich sag 4 Wörter, ich bin der König. Ich sag ein paar mehr Wörter. Tot! Das sind aber keine Wörter, das sind Faden verloren. Ich hab den Faden verloren. Jungs, deffen. Deffen, Jungs, deffen. Ist okay, wir haben jetzt die Zweien haben wir schon den Baron Buff abgeluchst. Ist ganz gut. Also, wo war ich? Egal, ich fange nochmal von vorne an. Also, ich würde dann gerne meiner Mutter und meinem Vater danken, meinen Freunden, meiner Familie. Wieso danken? Es geht um Grüße. Grüße. Gut, dann fange ich nochmal von vorne an. Ich würde hier gerne. Keine Siegerehrung. Ich würde, aber ich bin immer der Gewinner. Also. Ja, die Dova Nivia will den Blue klauen. Ich brauche Hilfe am Blue Buff. Ich würde gerne. Oh fuck it, Graves ist da. Meine Mutter grüßen, meinen Vater, die das wahrscheinlich nie sehen werden. Und allen anderen Leuten, die das wahrscheinlich nie sehen werden. Und ich würde gerne. Allen Leuten, die das sehen, grüßen und keine Ahnung was. Okay, also alle meine Abonnenten, fühlt euch von Yoshi gegrüßt, den ihr nicht kennt. Ja, 20 Leute oder so. Yay. Nee, das sind schon 90. Wow. 93 oder so. Ja, warte nicht. Ganz ehrlich, wir müssen eigentlich auch ans Ende des Videos ein Bild von Yoshi mit so einem Daumen hoch setzen. Oh Gott. Aber Kaudi, weißt du, was ich am schlimmsten finde für dich? Was? Einer, der hier mit dem Video ist, hat dich nicht abonniert. Wer denn? Du? Ja. Oh wow. Ich auch nicht. Wow. Doch, Tino, du hast mich da abonniert. Du kannst das dann ja so am Anfang so schreiben. Rated J for Yoshi. Jungs, ihr kriegt Besuch von Udyr, ne? Ihr kriegt gerade richtig Sandwich.
Wow, was macht der für einen Schaden? Und dann nochmal unsichtbar werden. Alter, oh, jetzt wieder AD-Carry. Da wunderst du dich noch. Gangplank ist, glaube ich, das. Schöner Grab, aber. Oh, geiler Grab. Wir waren nur leider nicht. Ich bin mit Chaco leider ein bisschen tot. Ich will immer trollen. Immer die Gegner verarschen. Ich kann nicht anders. Soll ich da einfach eine Troll-Ulti reinhauen? Nee, die bewahrst du schön auf für den Moment, in dem die uns Tower da. Also jetzt. Ich gehe mal lieber mich mal kurz heilen. Okay, das ist dann der erste Lose in League of Legends. Weil den Teamfight haben wir gerade ordentlich verloren. Ja. Nein. Nee, ich denke, das Spiel hier ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man den AD-Carry feedet und es leider nicht hinkriegt, gerade in den Teamfights den Tod zu fokussen. Obwohl das ein sehr netter Blitzcrank-Grab war. Ja. Ein extrem netter Blitzcrank-Grab, muss ich sagen. Vielleicht der erste in dem Spiel. Richtig. Ja, nee, lassen wir sie finishen oder geben wir auf? Nein, wir mit dem. Schöne Doppel-Explosion machen wir. Lass du mal schön hier die Render- und Upload-Zeit hochjagen. Aber gut zu sein, denke ich, dass ich diesen Gravestar noch töten kann. Oh, Bumi, das will ich sehen. Seid ihr da mal nicht so sicher? Tino, das willst nicht nur du sehen. Ja, du auch. Wir alle sehen. Aber lass uns das mal versuchen hier. Beziehungsweise, wir fänden es übel geil, wenn es passiert. Der mag mich nicht, der will nicht mal versuchen. Das Schlimme ist, ich bin noch nicht mal Level 18, ne? Ich auch nicht. Aber mein Balken ist fast voll. Ja, wenn er so dumm ist, auf den richtigen zu gehen, ne? Ja, da konnte er nicht mehr auf den richtigen gehen gerade. Lass mal einfach den Grabes haten. Geh mal nach links und. Da ist ein bisschen nach links gegangen. Da ist was. Wenn ich würde er weggehen. Da rennen Gegner rum. Nein. Wie geil ist der denn eigentlich? Doch, wirklich. Verdammt. So verarscht man einen. Ich glaube, ich habe gerade. Sauber. Alter. Der war nur 492 Gold wert, der war nicht godlike? Nee, den haben wir schon. Ja, ich hab den Kill bekommen, du. Greifen die gerade meinen Ball an oder wen greifen die gerade an? So muss man die Gegner mit Chaco verarschen, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Das war ein Spiel. Das ist natürlich meine Gegner. Ihr rennt ja weg hier. Vier Leute kommen! Nur ein hat einen Kill dafür bekommen und niemand einen Assist sonst, aber vier Leute! Lauf, Finn, nicht lauf! Spaß. Hey, die will den 70er laufen. Ja? Ey, das finde ich... Ich hab Angst! Komm, warum hilft mir denn keiner? Ja, das wusste ich doch. Ich will sowieso gerade Cowboy spielen, also ist es mir egal. Lieber! Oh, sehr begeilert, Mann. Ha! Gehatet! Gehatet, Gangplank! Jungs! Base! Base! Die Base! Die Base! Die Base ist unnütz! Okay! Hatet Soraka dann noch wenigstens! Hatet Soraka! Tino, du musst wen haten! Wir haben eh verloren! Ah, komm her, komm her! Hier, okay. Und guckt euch jetzt diesen geilen Scheiß an! Oh verdammt, ich wollte gerade anfangen zu tanzen! Naja, GG well played. Die haben einfach ja, besseres. Du blöd für eine Doppelexplosion, Jungs. Ich musste gerade hier Ude provozieren. Ich konnte nicht. Ja, immerhin, es ist doch sehr schön. Hier liegen sehr viele Leichen rum. Ein toter Blitzcrank unter all den Super Minions, eine Orianna, ein Gangplank, auf dem der Orianna Ball liegt. Nur der Chaco war zu schön zum Sterben. Ja, nur der. Und die Soraka steht da wie so ein Oberbefehlshaber hinter den Super Minions. Ich stell mir gerade so Soraka vor. Na los, meine Minions! Attacke! So, dann wollen wir doch mal gucken. Der Gang. Ne, die Soraka hatte 93 Siege im Übrigen. Die Super Minions! Noch 69 Erfahrung ja. Bis zur nächsten Stufe. Ich fühle mich irgendwie. Ich würde gerne mal die Siege vom Graves hören. Ich kann ja jetzt hier noch nicht rausgehen, sonst ist die Aufnahme ja vorbei. 235. Ach du Scheiße. Der Gang hat 442 und das ist dann noch das höchste. Ne, Gang war Nivea 482. Das ist das höchste. Okay. Ja, die Anivia war ganz okay. Es gibt zwar bessere Anivias, aber die war schon ganz gut, die Anivia. Ja, 929. Ja. Ja gut, ich würde sagen, das war's. Den meisten Schaden. Ja. Das war's von League of Legends diese Runde. Ja, Orianna, witziger Supportcaster. Kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Drückt halt nicht so den Schaden wie andere APler, aber sie macht Spaß.
Will noch irgendwer was sagen oder sollen wir uns einfach verabschieden? Ich hoffe, du machst das nächste Mal nicht. Okay, nach diesem wichtigen Beitrag verabschieden wir uns und sagen euch Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.